Wenn ich den aufpumpe. Warte mal, ich leg den noch mal dahin. Oben dran. Aber ich habe auch keine Pumpe. Ich habe da alles durchgesucht. Ich habe noch die Angel und die Reuse. Mist, zu lang. Wenn ich den aufpumpen würde, dann ging es vielleicht, aber es gibt ja gar keine Option. Ja, und da ist das Loch von der Schraube. Wo ist eigentlich meine Schraube? Und das ist ja kaputt hier, ne? Kann ich nicht mehr schrauben. Passt. Was ist jetzt passiert? Ich habe den Schraubenzieher ins Loch und dadurch ist jetzt die Spannung oder was? Dann kriege ich aber die Klappe nicht mehr zu. Macht ja nichts. Die Klappe halt offen. Jemand muss die Klappe festhalten, sonst springt der blöde Schraubenzieher wieder raus. Ja, da weiß ich wer. Ich brauche sie mal da. Halten Sie mal die Klappe. Bitte was? Ich meine die Klappe oben zu. Keine Option. Warten Sie bitte einen Augenblick, ich bin beschäftigt. Aber... Je schneller Sie mich an die Arbeit... Nur ansehen bringt ja auch nichts. Sie sieht verstört aus. Außerdem trägt sie diese merkwürdige Uniform. Wer ist sie? Gib mir die Option. Warten Sie. Aber... Je schnell... Die Reuse nehmen? Die Engel oder die Angel? Ich habe schon alles versucht. Kann ich alles nicht mitnehmen, die Angel und dann die Angelschnur da drum wickeln? Bitte warten Sie. Bitte warten. Nein, die Angel ist nicht die Lösung meiner Probleme. Auch wenn Dr. Angus etwas anderes behauptet. Mehr habe ich nicht. Was habe ich denn noch im Inventar? Den Schlüssel, das hilft mir auch nichts. Ich kann da unten wieder abschließen. Vielleicht muss ich abschließen, bevor es weitergeht. Nee. Vielleicht muss ich den Motor einmal starten. Das und wirklich sehen, wie der rausfliegt. So. Ich hab dann erst die Option. Ach, verdammt! Jemand muss die Klappe festhalten, sonst springt der blöde Schraubenzieher wieder raus. Jetzt habe ich das schon wieder. Aber vielleicht ist ja das so programmiert, so eine Verkettung. Und wenn ich da dann starten, kriege ich die Option da unten. Bitte helfen Sie mir mal kurz. Halten Sie mal. Ja, ist doch wohl nicht wahr, ist das scheiße programmiert. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen. Ist das wirklich wichtig? Ich habe nicht so viel Zeit. Wenn Sie wollen, dass ich Ihnen helfe. Was ja, hat der ja, mit dem Fogger? Was muss ich tun? Der ist total Fogger-fetischistisch. Der hat ein Problem mit seinem Fogger. Was ist überhaupt ein Fogger? Da wären wir. Was ist das für eine Maschine? Der Fogger sorgt dafür, dass das Holz bis zum Winter gesund bleibt. So, ich brauche Sie jetzt hier vorne. Sie müssen die Klappe darunter drücken, während ich den Schalter hinten bediene. Meinen Sie, Sie kriegen das hin? Na klar, von hier aus kann's losgehen. Na dann. Ich hätte noch gefragt, ist das gefährlich? Hey! Was? Stopp! Aufhören! Beruhigen Sie sich doch. Das gehört so. Du Umweltsau! Bist du verrückt? Schalt sofort die Maschine ab!
Oh. Naja, das kommt leider vor. Aber wenn man die Schädlinge loswerden will, gibt es keine Alternative. Und das Holz brauche ich zum Heizen. Dafür steht es ein bisschen komisch da. Er soll also dann... Ihr seid so dumm. Weiß ich nicht. Na super. Besuch von Madame Hypersensibel. Vielleicht soll das dann so eine richtig schöne Dieselschleimschicht, Rostschicht über den... Ja, kein Wunder, dann hält es sich natürlich. Nun warten Sie doch. Geht. Warten? Ist das etwa eure Standardantwort auf alle Probleme? Hä? Dann geht natürlich alles kaputt. Auch die Schädlinge. Vogel. Vogel begraben. Ja, okay. Oh Gottchen. Ja, ich mach den Vogel wieder an. Und ist er gefockt? Im Sommer hat Meta oft allein unter dem Baum gesessen und gelesen. Schade, dass ich ihn fällen muss. Der Winter wird kalt. Fällen soll ich ihn auch noch. Sie sieht verstört aus. Sie hat doch tatsächlich den Vogel begraben, wie ein kleines Mädchen. Raffi ist noch nicht ganz erwachsen. Nun kommen Sie schon. Was soll der ganze Aufstand? Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht kannst du mir doch nicht helfen. Helfen? Wobei denn helfen zum Kuckuck? Ich bin im Ruhestand. Ich helfe niemandem mehr. Oh, bitte. Gucken Sie mal nicht so traurig. Am besten wäre... Was ist mit Ihnen los? Wasser. Bring mir ein Glas Wasser. Sie hat doch tatsächlich den Vogel wie ein kleines Mädchen. Das ist Blut. Bitte, ich brauche Wasser. Schnell. Das ist aber Wasser hier. Na, ich hol dir auch ein Glas Wasser. Was denn jetzt noch, Svensson? Dr. Angust hier. Hallo, Bent. Sie klingen gestresst. Es passt gerade auch gar nicht. Ich habe Besuch. Na. Was haben wir über Stress gesagt? Doc, bitte. Der Frau geht es nicht gut. Sie hatte einen Anfall, oder... Das hatten wir doch schon tausendmal, Bent. Ihr Samariterkomplex hat sie sogar ins Krankenhaus gebracht. Sie sind nicht für die ganze Welt verantwortlich. Was? Aber... Wiederholen Sie es. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Aber ich muss der Frau doch helfen. Sie müssen sich erst einmal selber helfen. Das Thema Samariterkomplex hatten wir doch bereits, oder? Sie haben ein Recht auf Ihren Egoismus. Sie sind nicht für die ganze Welt verantwortlich. Sagen Sie es. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Na also. Und jetzt sehen Sie zu, dass Sie endlich zur Ruhe kommen. Warum angeln Sie nicht ein wenig? Weil ich nicht an der Überfischung der Meere teilnehmen will. Ah. Was habe ich Ihnen gesagt? Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Behalten Sie das immer im Kopf. Ich rufe Sie morgen wieder an. Bis dann. Ja, bis morgen. So, und nun zu Ihnen. Erzählen Sie mal, was Sie hierher treibt. Was mich hierher treibt? Okay. Vertrauensbasis. Mein Name ist Faye. Ich bin Zeitpilotin. Konfrontation.
Ich komme aus der Zukunft. Die Menschheit steht kurz vor der Auslöschung. Was soll das? Was wird das hier? Was ist das für ein Zettel? Richtlinien für transtemporale Kontaktaufnahme. Ich habe denen gesagt, dass ich das nicht kann. Nein, im Ernst? Salvador hatte recht. Reden bringt nichts mehr. Jetzt hören Sie aber auf. Dann kommen Sie halt aus der Zukunft oder aus der Muppet Show. Nur, was hat das mit mir zu tun? Was wollen Sie von mir? Deine Forschung. So ein Quatsch. In meiner Zeit sterben die Menschen. Die Tiere sterben. Die ganze Welt stirbt. Deine Forschung könnte das verhindern. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Oh doch, Bent. Du bist sogar der Einzige, der mir helfen kann. Du, Bent. Du allein bist für die ganze Welt verantwortlich. Ja, muss ich schon wieder die Welt retten, so ein Scheiß. Immer dasselbe. Du kannst es nicht wissen, aber heute in 500 Jahren ist die Erde zerstört. Alles ist kaputt. Die Oberfläche unbewohnbar. Die letzten Überlebenden leben in Bunkern unter der Erde und die Auslöschung der Menschheit steht kurz bevor. Gut, interessant. Glaubst du mir? Ja, natürlich. Das ist das Team. Guck. So. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Wer ist das? Wer ist das? Das ist Salvador. Er war auch hier in Norwegen. Du wirst ihn bestimmt bald treffen. Norwegen! Und er kommt auch aus der Zukunft? Ja, natürlich. Was meinst du denn, wo das Foto gemacht wurde? In einer Raumstation? Auf dem Mars? Sei nicht albern. Du wirst es schon noch verstehen. Salvador. Und das ist hier irgendwie der Oberchef, oder? Der Mann hier mit der Glatze. Der sieht wichtig aus. Das ist Quadi, unser Kommandeur. Seine Aufgabe ist es, alle in der Kolonie am Leben zu halten. Ich glaube, es war nicht leicht für ihn, uns auf so eine schwierige Mission zu schicken. Ist das nicht jedermanns Aufgabe, alle am Leben zu halten? Nigel ist mein Mentor. Nach dem Tod meiner Eltern hat er sich um mich gekümmert. Tut mir leid. Das wusste ich nicht. Was ist mit Ihnen passiert? Sie waren Windscouts. Sie hatten den Vertikaldruck der Toxosphäre falsch berechnet. Ja, was? Die Kai zielten, aber der Anker riss. Das tut mir leid. Macht nichts. Das konntest du nicht wissen. Was habt ihr? Wer ist das? Das ist sie. Sie sehen da ja nicht sehr glücklich aus. Ich bin halt nervös. Immerhin soll ich die Welt retten. Das glaubt wohl jeder irgendwann mal. Faye heißt sie. Ach, das ist Delvin. Der ist sowas wie ein Wunderkind. Er hat ganz allein den Pneumator repariert, bevor überhaupt jemand gemerkt hat, dass das Ding kaputt war. Delvin kommt mit allen gut aus. Er scheint Angst zu haben. Das hatten wir alle. Jeder auf seine Weise. Joseph hat viel Zeit im Archiv verbracht. Da hat er alles über die Welt gelernt, was es zu wissen gibt. Na, das war ja wohl nicht gerade wenig. Naja, so viel auch wieder nicht. Aber alles, was noch lesbar war, hat er mindestens 100 Mal gelesen. Dina und Joseph wollten unbedingt nach Europia. Nach dem Abschluss der Mission wollten sie sich die Kunst da anschauen. Ich weiß nicht. Sie interessieren sich wohl nicht so für Kunst? Ich verstehe halt nicht, wie sie uns bei der Rettung helfen soll. Wer ist die Frau in dem roten Pullover? Sadi, meine beste Freundin. Sie ist nach Südamerika gegangen. Für einen Studentenaustausch? Nein, wir haben nichts zu tauschen. Dieser ganze Materialismus ist doch überhaupt erst das, was zum Untergang geführt hat. Wir in der Zukunft brauchen das alles nicht. Wir wollen nur überleben. Oh, schon gut. Es war ein Missverständnis. Beruhigen Sie sich. Das ist Hardy. Er ist zur Zwiebelburg geschickt worden, um mit den dortigen Machthabern zu reden. Die liegt dann wohl irgendwo im Takatuka-Land. Ich weiß nicht. Das hieß anders, glaube ich. Takatuka-Land. Pipi Langstrumpf fliegt zum Takatuka-Land. Nette Kostüme. Aber was soll das Ganze? Verstehst du es immer noch nicht?
In unserer Zeit ist die Welt am Ende. Die Katastrophe ist schon zu weit fortgeschritten. Wir sind Zeitpiloten. Wir wurden in das Jahr 2050 geschickt, um den Klimawandel aufzuhalten. Wie bitte? Wir wollten die Fehler, die die Menschheit begangen hat, wieder gut machen. Doch wir hatten uns verrechnet. 2050 war schon zu spät. Ha, Chapter 1. Bleierne Luft? Faye, lebst du noch? Faye, lebst du noch? Oh, ich weiß nicht. Fühlt sich nicht so an. Irgendwie. Lass die Scherze. Wir sind da. Bisschen. Woran erkennst asynchron. Du das ohne. Ah! Bringt mich zu eurem Anführer. Autsch! Verdammt! Nicht die Hülle berühren. Ja, danke. Das weiß ich jetzt auch. Sag Hallo zum Jahr 2050. Willkommen im Jahr 2050. Hallo 2050. Hallo. Vorstellbar nicht. Wir sind wirklich in der Vergangenheit. Wow. Man kann ja den Himmel sehen. Und die Luft atmen. Geht. Die Luft schmeckt seltsam. Bleiern. Irgendwie hatte ich mir die goldene Vorzeit anders vorgestellt. Nicht so schmutzig. Hoffentlich sind die anderen Teams nicht auch auf einer Müllkippe gelandet. Wir sollten gleich loslegen. Seit wann bist du so pflichtbewusst, Faye? Hat dich der Zeitsprung verändert? Aber du hast recht. Bau schon mal die Zeitfunkantenne auf. Ich schaue mich so lange um. Nigel? Was ist denn noch? Zeitfunkantenne. Was soll ich genau machen? Oh, die Zeitfunkantenne aufstellen natürlich. Hast du bei der Einsatzbesprechung geschlafen? Die Antenne liegt im Staufach der Kapsel. Eine Anleitung sollte es da auch geben. Ich hätte damals wirklich nicht schwänzen sollen. Gibt es noch etwas, das du wissen willst? Wie lautet unsere Mission eigentlich im Einzelnen? Wir suchen die politischen Führer, stellen sie zur Rede und überzeugen sie, vernünftiger mit unserem Planeten umzugehen. Das ist der Plan? Das ist der Plan, ja. Wieso? Mr. Trump, please be more responsible for the planet. Don't pollute everything. Und der Trump dann so. Klingt ein wenig naiv. Es geht um das Überleben der Menschheit. Um die Zukunft des ganzen Planeten. Natürlich werden sie uns zuhören. Ist sonst noch was? Wie wäre es, wenn ich mich umsehe und du den Zeitfunk aufbaust? Du wurdest ausgebildet, das Zeitfunkgerät zu bedienen, nicht ich. Sonst ja? Noch was? Irgendwie kann ich an mich nichts mehr erinnern. Nichts. Bis später. Ich bin gleich wieder da. Ich glaube kein einziges Wort dieser Verrücktheit. Hör mir doch erstmal zu, Ben. Absurd. Ich sollte also die Zeitfunkantenne errichten, um die anderen Teams zu kontaktieren. Mhm. Wir haben viel mehr Energie verbraucht als erwartet. Hoffentlich reicht sie noch für einen zweiten Sprung. Die Energiezellen der Zeitkapsel werden über den Svensson gespeist. Der Svensson? Blaualgen erzeugen aus Luft und Wasser energiereichen Wasserstoff. Mit dieser Technologie hätte der Klimakollaps leicht verhindert werden können. Aha, er hat also dieses
Zeug da. Wie heißt es nochmal? Erzähl nochmal. Erfunden. Unser Svensson hier. Die Energiezellen der Zeitkapsel werden über den Svensson gespeist. Er funktioniert rein biologisch. Blaualgen erzeugen aus Luft und Wasser energiereichen Wasserstoff. Mit dieser Technologie hätte der Klimakollaps leicht verhindert werden können. Das ist der Svensson. Er erzeugt Bioenergie aus Blaualgen. Und noch ein Svensson. Die Energiezellen der Zeitkapsel werden über den Svensson gespeist. Er funktioniert rein... Ja, jetzt habe ich es. Ich hab's verstanden, danke. Brauchst nicht nochmal. Wo ist die Antenne? Die soll irgendwie im Staufach sein. Ah ja. Die Zeitfunkantenne. Platzsparend verpackt und in all ihre Komponenten zerlegt. Jetzt muss ich nur noch einen Platz finden, an dem ich sie aufbauen kann. Da oben. Da oben. Oder auf dem Stahlträger? Der sieht einigermaßen stabil aus. Andererseits hätte ich das wohl auch gesagt, als er noch an der Decke hing. Ja, der Stahlträger selbst ist stabil. Das kann doch nicht. Ist das San Francisco? Die ganze Stadt ist zerstört. Oder Oslo? Nee. Können wir uns wirklich so geirrt haben? Hoffentlich sieht es bei den Golden Gate Bridge besser aus. Aber die waren doch noch in Oslo irgendwie. Oder irgendwo da in Norwegen. Und jetzt sind sie da. Aber so eine Brücke in Norwegen? Weiß ich nicht. Ach, wir gucken uns mal die Ruinen an. Hier ist alles verloren. Wir sind zu spät. 2050 schon. Ja, scheiße. Ob es auf der restlichen Erdoberfläche genauso aussieht? Ich muss dringend die anderen Teams kontaktieren. Seltsames Gerüst. Die Baukünste unserer Vorväter. Sie konnten sogar die Kontinente zusammenbinden. Diese Arroganz. Die Baukünste unserer... Sie konnten sogar die Kontinente zusammenbinden. Diese Arroganz. Ich weiß ja nicht, so eine Zeitfunkantenne, muss die hochstehen wie eine Antenne für elektromagnetische Strahlen oder muss die irgendwie in einem Zeitstrom stehen oder wo soll die hin? Soll ich so hochstellen? Da oben vielleicht drauf? Ich weiß nicht. Nee. Das Messer habe ich immer dabei. Man weiß ja nie. Mhm. Das ist mein Zeitfunkgerät. Sobald die Zeitfunkantenne steht, erreiche ich hiermit die anderen Teams. Mhm. Dieser Koffer enthält alle Komponenten der Zeitfunkantenne. Na, das wird ein Spaß. Ja, und wo soll ich es aufstellen? Plateau. Ansehen. Mal sehen. Glatter Untergrund, nahe der Zeitkapsel, frei zu allen Seiten. Das ist der ideale Platz, um die Zeitfunkantenne aufzubauen. Na super, wäre das ja mal geklärt. Der ideale Platz für die Zeitfunkantenne. Na, dann wollen wir mal. Okay, alles, was ich benötige, müsste im Koffer liegen. Es ist auch mein erstes Mal, dass ich eine Zeitfunkantenne aufstelle. Ein T-Stück, eine Antenne, ein Fuß, ein Koppler und ein Kabel. Ein Empfänger. Und wo ist der Sender? Eine Sicherung. Wir fangen mit dem Fuß an. Ich glaube, man konnte den Antennenfuß irgendwie ausklappen.
Geschehen. Fuß ansehen. Da funktioniert es nicht so mit Antenne. Sicherung. T-Stück. Koppler. Der Kopper koppelt nicht. Nein, das passt hier nicht. Das ist ja auch der Schalter. Das Kabel? Nein, das passt hier nicht. Wo ist denn hier die Anleitung? Finger oben drauf. Nein, das passt hier nicht. Es tut sich nichts. Ja, da ist noch was rausgefahren. Ausgefahrene Antenne, okay. Und da oben auf die ausgefahrene Antenne kommt jetzt der Koppler. Zum Koppeln. Ne, der kommt da hin, okay. Dann kommt da halt das T-Stück oben drauf. Schön. Und dann muss ich die Kabel spannen. Von hier? Nein, das passt hier nicht. Da? Nach. Da? Nein, das passt hier nicht. 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 Kabelbuchse. Das ist ja noch ein Kabel. Das kommt dann in die andere Buchse oder was? Gut, das hängt dann da so runter. Ein Ring. Einen Ring? Nein, das passt hier nicht. Es tut sich nichts. Nein, das passt hier nicht. Vielleicht nach oben? Nein, das passt hier nicht. Es tut sich nichts. Nein, das passt hier nicht. Ich dachte, eins nach da und nach da, nicht? Hier nochmal einen Knopf drücken. Vielleicht jetzt? Wo ist denn die Anleitung? Ich dachte, da wäre eine Anleitung dabei. Okay. Anschalten. Achso, da ist ja das Ding hier raus. Und jetzt einschalten mit dem Knopf. Ach, habe ich ja auch schon. Koffer ist leer. Der Empfänger muss natürlich irgendwie noch dran. Nein, das passt hier nicht. Nein, das... Vielleicht hier dran. Nein, das passt hier... Nein, das... Nein, das passt hier... Also ich würde ja sagen, der Empfänger gehört irgendwie ganz oben drauf, oder? Nein, das passt hier nicht. Nein, das passt hier nicht. Nein, das passt...